Ich kann das überhaupt nicht einordnen. Also du willst ihn wahrscheinlich in die Hoden schießen. Im Real Life tut das auch echt weh, aber in Valorant ist der Kopf besser. Das macht sehr viel. Das muss Eisen sein. Ich kann Eisen-Gameplay super schlecht einschätzen, aber das ist doch Eisen. Hä? Also entweder spielst du mit dem Controller oder du hast 200 DPI. Man, ist das ein Drecksgame. Okay, Chat, ihr seid einfach besser. Ich muss es euch einfach lassen. Ich würde sagen, herzlich willkommen zu einer weiteren Gäste-Rank. Ich glaube, es ist inzwischen Folge 9, was sich sehr gut trifft, weil heute Abend werden wir live auf Twitch die 10. Runde spielen. Und zwar diesmal Twitch-Chat gegen Lamy. Das solltet ihr auf jeden Fall nicht euch entgehen lassen. Deswegen schaut gerne auf Twitch vorbei. Der Link ist in der Videobeschreibung. Und ansonsten würde ich sagen, wir sind auch jetzt gerade live, Twitch-Chat. Es geht los in den ersten Clip. Guest Rank, let's go. Was ist das für eine Runde? Okay, also da fehlt mir ein bisschen der Kontext, wie das Ganze gestartet ist. KO auf jeden Fall am Lurken, hat noch Full HP, 3 gegen 5. Man hat dann Oh, 0-5. Ah, okay, hat man ordentlich auf die Fresse bekommen. Aber ist okay. Also, Bind ist ja eine City-Sided Map. Das plantet man. Man hat aber schon die Info, aber man hat den Plan schon mal raus. Und jetzt Afterplant. How do you play this, guys? 3 auf Spot, wahrscheinlich hinter Truck. Und einer Heaven, I guess. Kein gutes Teamplay auf jeden Fall. Schönes Crosshair-Placement dafür. Schöne Flash. Ja, Rainer wird pushen wollen. Boah, super schwierig einzuschätzen. Was sagt der Chat? Also, das Ding ist, das Teamplay hat mir nicht gefallen. Ich weiß nicht, wie die Team-Comps aussehen. Kann sein, dass das hier sogar relativ low elo ist, wenn keine Smoker da sind. Ich würde jetzt auch so mit... Okay, was sagt denn der Chat? Also ich bin für Gold. Ihr sagt aber teilweise Silber bis Gold. Ich fand das Crosshair-Placement eigentlich echt schön. Hat man so ein gutes Crosshair-Placement schon auf Gold-Elo? Ich würde nämlich auch mit Platin 1... Ihr seid alle für Silber. Jetzt bin ich ein bisschen biased. Also ich würde mit Platin 1 gehen. Ich würde ihm den Platin-Rank gönnen. Deswegen gehe ich auch mit Platin 1. Es ist Gold 1. Ihr seid Twitch, ihr seid einfach zu gut, Mann. Holy shit. Aber schönes Crosshair-Placement. Ich denke, woran du auf jeden Fall arbeiten kannst, ist Teamplay. Am besten noch einen Mate dazu holen. Ich schätze mal, du hast gesolo-queued, weil da war null Teamplay. Das wird wahrscheinlich der Grund gewesen sein, wieso ihr 0-5 hinten lag. Anyway, schöner Klatsch. Gehen wir in den nächsten Clip. So, auch wieder auf Bind. Auch Sage. In der Verteidigung. Brimstone hat den ersten Kill bekommen auf Bath, sehr cool. Man lurkt jetzt hier. Auf wen war der erste Kill? Haben die keinen Chamber gepickt, die Gegner? Ja, pack das Glasbild, oder? Oh, okay, Trigger-Disziplin. Hat sich aber aus irgendeinem Grund dann rumgedreht. Manchmal check ich auch nicht, warum die Gegner sich auf einmal umdrehen. Strong. Das war halt Game Sense technisch schon wieder fragwürdig. Aim technisch war das aber gut. Chat geht mit Bronze. Ich glaube, ich weiß nicht. Bin ich echt so lost? Also für mich war das mal Silber mindestens. Weil das Ding ist, er hat halt hart gewifft dann, ne? Vor allem, wenn du hier noch einen Kill bekommst, kannst du wieder zurückgehen. Dann nochmal zu peaken war greedy. Ich meine, du stehst 3-0 vorne und du bist wahrscheinlich confident. Vor allem der letzte Schuss mit einer Bullet. Ich gehe jetzt mit Gold 1. Ich finde, es war ungefähr auf demselben Level wie der Clip davor. Das ist Platin 2 sogar. Guck mal, der Chat war bei Bronze. Digga. Da war ich mit meinem Gold Guess noch relativ gut dabei, ey. Aber GameSense technisch auch fragwürdig. Also Platin 2, huiuiuiui, okay. Aber nächster Clip ist fein. So, als Sky auch. Auch wieder auf Bind. Haben wir heute eine Bind Edition. 1 gegen 5. Man liegt 0-4 zu hinten. Digga. Die Gegner machen mich ja schon wieder fertig. Du weißt, er hat eine Judge in Lambs und du pushst trotzdem rein. Das ist halt wieder diese Overconfidence, ne? Und der ist hart am Smurfen oder komplette Legende. Weil das Ding ist, so cleanes Aim, so cleane Flicks, das ist mal mindestens Ascendant, wenn nicht sogar Immortal. Aber wie die Gegner spielen, das ist schon wieder Bronze-Elo, Digga. Vor allem der Crouch Spray vom Breach macht mich auch ein bisschen. Ah, schade, leider Runde nicht gewonnen, aber boah, Chat, mit was gehen wir da? Ascendant 3?
Also ihr sagt, wir sagen mal, ich spiele auf seinem Main, ja. Also wenn du so jede Runde spielst und die Gegner haben halt, das Ding ist, ich würde gerne mit Immortal gehen, aber die Gegner haben dumm gespielt. Die Gegner haben so dumm gespielt. Sie haben die Runde zwar gewonnen, aber sie hätten sie auch werfen können, ne? Also so zeittechnisch. Der hat nicht viel geheilt, nicht viel gefehlt und sie hätte noch defusen können. Deswegen, ich glaube, das ist so eine klassische Ascendant-Lobby. Ihr geht sogar mit Diamond. Das ist mal mindestens Ascendant 1. Es ist sogar Immortal 1. Okay, dann haben die Gegner einfach nur reingetrollt und Guck mal, wie viele. Du hattest 5 gegen 1, ne? Als Angreifer. Du hast alle Waffen verloren. Einfach nur, weil du greedy reinpiekst. Könntest die Folgerunde darauf höchstwahrscheinlich verloren haben als Attacker, obwohl du dann 4-0 vorne standst. Anyway, aber schöner Clip, sauberes Aiming. Komm gerne mal in den Stream, zock eine Runde mit. Okay, nächste Runde. Endlich mal auf Pearl. Nice. Okay, wir haben Jett, wir haben 5 gegen 5, gutes Setup. 7-4, letzte Runde, Halbzeit. Lurk von Chamber in... Oh, schön! Aber auch schön mit dem Dash gearbeitet. Und im Übrigen, ich finde, da sieht man immer wieder richtig cool den Jett Reback. Muss ich ganz kurz nochmal zeigen. Er hat ja den Dash aktiviert, bevor Chamber in Mitte gepiekt hat. Oder währenddessen, irgendwie so. Hat aber ihn nicht benutzt. Wodurch er durch diesen Kill dashen konnte, weil er ihn ja vorher aktiviert hat, und jetzt nochmal aktivieren konnte. Finde ich sehr cool gemacht, um sicher zu bleiben, weil du hast nur 30 HP. Vielleicht kriegst du ja den One-Tap. Cool, cool gedacht an der Stelle. Gefällt mir mega gut. Man weiß, er hat jetzt kurz Mitte gecheckt, aber hat auf der Minimap gesehen, okay, Rainer ist da. Das heißt, es müssen alle irgendwo vor A-Main und Spot sein. Der KO hat ihn anscheinend nicht gesehen, okay. Da will er jetzt den Frag unbedingt haben. Boah, also ich sag mal so, schöne Flicks, schönes Crosshair-Placement. Aiming-technisch auf jeden Fall wieder Immortal-würdig. Oder mindestens Ascendant. Ich würde das auch sogar in der High Elo lassen. Dia 2, Ascendant 3, Immo 2, Ascendant 3. Also auf jeden Fall mindestens Ascendant. Das Ding ist, das war so clean, das Aim. Ich würde hier tatsächlich mit Immortal 1 gehen. Aber es ist nur Ascendant 1. Schade, ey. Aber mit dem Aiming auf jeden Fall Immortal machbar. Aber ich weiß, woran es hängt. Ich kenne den Pain gerade selber. Deswegen. Also, schöner Clip an der Stelle auf jeden Fall. Okay, jetzt haben wir Breeze. Breeze mit KO. Könnte ich sein. Gefällt mir. Oh, man liegt 2-10 hinten, Mann. Okay, einer close, einer stairs. Hat man beide gesehen. Einer ist Water. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass er nach jedem Kill nachlädt. Wobei er jetzt kurz gewartet hat. Aber hat während dem Nachladen dann gepiekt. Aber schöne Flicks. Schöne Flicks. Boah, das fällt mir super schwierig. Ich würde tatsächlich jetzt mit Gold gehen, aber das könnte auch Immortal sein. Weil die Flicks an sich waren gut. Aber das waren halt 0 Comms, ne? Ein 5-Stack war das nicht. Also würde ich auch eher mit Low Elo gehen. Ich würde sogar mit Gold 2 oder sowas gehen. Dia 1. Platin 3. Oder Silber 2. Okay, ist wieder alles mit dabei. Ich sage ja, sowas fällt mir super schwierig einzuordnen. Ich gehe jetzt mit Gold 2. Und das ist, ja, okay. Ich hätte einfach besser. Dia 1. Aber crazy, ey. Mir fehlen da die Calls. Also keiner hat was gecallt in der Runde. Nicht einmal. Oder war das wirklich ein 5-Stack? Weil dann hat mir echt die Absprache gefehlt. Beziehungsweise die das Teamplay. Warum ist Chamber Halls, wenn ihr schon auf Site plantet? Also wisst ihr, was ich meine? Okay. Anyway, nächste Frage. Deswegen sollten wir vielleicht argen. Was? Warum ist da keine Trap Chamber? Chamber. Spielt man da Premade oder war das einfach nur in den Raum geworfene Frage? Got him. 3-7. Schwierig. Raise left side. Muss ich nochmal angucken. Das Ding ist, man hat ein 5 gegen 3. Ich muss das, weil das sind immer so Szenarien. Das
passiert uns halt, oder was heißt uns, das passiert meinen Mates auch permanent in den Games, dass sie überconfident werden. Man führt schon 7-3 und man hat jetzt ein 5 gegen 3 Szenario. Spike ist down. Und jetzt macht man aus dem 4 gegen 2 noch ein Lose. Und was mir nicht so gut gefällt, also ist immer so ein Indikator dafür, dass es unter Diamond ist, dass er die Kills mit Spraydowns holt, nicht mit Clean Burst. Der war super schön. Aber auf Breeze ist halt das Crosshair-Placement auch so eine Sache. Das ist super schwierig, weil das sind so viele Höhenunterschieden dabei. Platin 2, Dia 2. Ich würde hier mit Dia 1 oder Platin 3 gehen. Platin 1, so niedrig würde der sogar gehen. Die Gegner haben halt schon wieder hart reingetrollt, ne? Das ist halt schon wieder ein Indikator dafür, dass es wieder ein bisschen low Elo ist. Ich würde mit Platin 3 gehen. Ist Platin 2. Okay. Also Diamond auf jeden Fall machbar. Gegner haben da auf jeden Fall echt nicht gut gespielt. Ich würde dir als Tipp mitgeben, am Crosshair-Placement zu arbeiten. Vielleicht das eine oder andere Deathmatch mal mehr spielen. Und natürlich im besten Fall auf Breeze. Kann man sich ja nicht aussuchen. Danke, Riot. Aber ich glaube, damit kannst du relativ gut dein Crosshair-Placement und deine One-Taps verbessern. So. Ascent. Hä? Hast du den nicht gesehen? Vero, was macht der Phoenix da? Das muss Eisen sein. Das muss ein konditionierter Eisenspieler sein. Hardstack Eisen. Das ist Eisen. Das muss Eisen sein. Das muss Eisen sein. Oder? Ich habe noch nie Eisen. Also ich kann Eisen-Gameplay super schlecht einschätzen, aber das ist doch Eisen. Oder? Oder Bronze? Du hast nicht schlecht gespielt, lieber Lord Edgar. Aber die Gegner waren komplett lost. Die Frage ist, warum bist du Eisen? Also da musst du mindestens Bronze sein. Also du hast ruhig gespielt. Hast deine Utilities halt fast gar nicht eingesetzt. Also du hättest auch jeden anderen Champ spielen können. Das war kein Jet-Gameplay, aber ich gehe jetzt hier mit Bronze 1, weil mit dem Aim sollte man Bronze erreichen. Bronze 3, okay. Uiuiuiui, das war ja wild. Ja, Übung macht den Meister. Das wird auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall noch. Okay. Aber ich bin gar nicht so schlecht heute, ne? Also ich sag mal, die Guesses sind nicht so weit auseinander. So. Astra auf Bein, sympathisch, man versteht sich. Schöner Fracker. Hat sich sogar das Champions Bundle gekauft, noch sympathischer. Schöner Utility-Einsatz. Schöne Peaks. Schönes Movement, schönes Crosshair-Placement. Vielleicht von den Gegnern gespielt. Und fucking confident. Holy shit. Aber man muss ja natürlich auch mal auf die Gegner der Fehler hoffen. Die Fehler der Gegner hoffen. Boah, das fällt mir aber auch schwierig. Ich würde auch mit Diamond Elo gehen. Für Platin hast du ein zu gutes Movement und zu gutes Decision-Making. Vor allem, wenn du Astra spielst. Also Diamond ist auf jeden Fall drin. Wenn du Platin bist, dann tut's mir fucking leid für dich. Ich sag Diamond 1. Ja, Digga, Silber 1. Alles klar, Bro. Aber der Chat ist... Ich will nur ganz kurz sagen, der Chat war auch komplett mit Dia 1 bis Dia 3 voll, okay? Vielleicht ist auch im Backend was falsch gelaufen. Ja, aber das ist nicht Silber. Das war schön gespielt von dir, Mann. Also, du hast einen langen Grind vor dir, Mann. So, Frage 9. Chamber of Bind. Man hat die irgendwie First Contact vor A gehabt anscheinend. Clean. Clean. Crosshair Placement ist immer auf Kopfhöhe. Ist schon mal ein guter Indikator, dass es alles unter Silber ausschließt, sag ich mal. Es sind auch schöne Jiggle Peaks. Also man riskiert nicht zu viel, vor allem in Unterzahl. Wichtig. Die Mates trollen halt schon wieder. Was macht denn der Brimstone? Jetzt würde ich mich in die Smoke stellen. Cool. Wir ticken gleich. Gefällt mir. Man guckt sogar nach unten, finde ich sehr cool, damit die Waffe nicht vorne rausschaut und er gibt mir sogar ein Speed-Up. Ey, sympathischer Typ, Mann. Wow. Also sehr geile Burst-Shots, gefallen mir extrem. LOL?
Das habe ich auch noch nicht gesehen. Dass man da die Waffe durch die Wand zieht. Also, ich bin ehrlich, Immortal hättest du verdient. Ich würde mal wieder sagen, du bist stuck in Ascendant aufgrund der Mates. Was sagt der Chat? Gold? Hä? Okay, also wenn das Gold ist, Leute, dann surrender ich einfach mental. Dann werdet ihr heute Abend im Twitch-Chat ja komplett gewinnen. Ich sag, das ist mindestens Ascendant 3. Damit 1, aber kein Gold. Da war ich näher dran. Und dann sagen wir gleich, na, je nachdem welches Gold. Aber, wow, konditioniertes Aiming. Gefällt mir mega gut. Komm gerne mal im Twitch-Chat vorbei. Also Diamond 1 auf jeden Fall nicht deine Elo, die du verdient hast. Aber wer weiß, wann du den Clip eingereicht hast. Also, auf jeden Fall viel Potenzial dabei, Mann. Let's go, nächste Frage. Oh, ein Phoenix-Clip. Auf Pearl, oder? Ich glaube, der erste Clip mit Team Calls, oder? Rede ich echt so viel? Spricht man einfach nicht im Ranked, oder? Die Classic ist auch so eine Rotzwaffe, ne? Aber trotzdem, nicht so schnell geschossen. Aber man spielt ja auch im Discord, ne? Spielst du Stretched? Ist das Stretched, Chat? Oder ist das nur Low Resolution? Ich kann es nicht einschätzen. Spielst du mit dem Controller? Oh je. Wie bist du eigentlich nicht tot? Digga. Also, ich kann eine Sache nicht einordnen. Eine Sache kann ich nicht einordnen. Das hier. Also entweder spielst du mit dem Controller oder du hast 200 DPI. Und dann im Kontrast, ich kann das überhaupt nicht einordnen. Zu der Phoenix Flash und jetzt dem Triple Kill. Ich kann das überhaupt nicht einordnen. Und vor allem, warum hat Rayna bei jedem scheiß Orb bekommen? Er ist ja Phoenix, man könnte denken bei dem Clip, dass er Rayna spielt. Seht ihr? Die muss ja beide Rayna angehittet haben. Den einer hat dafür einen Assist bekommen, aber die anderen beiden, das ist ja nur maximal ein Ghost-Shot gewesen sein. Also, weiß ich nicht, spielt die Morhun? Vor allem, ach, vielleicht durch die Wand. Hier sind zwei Einschusslöcher. Ein ganz wilder Clip. Platin 1, Bronze 3, Iron 3, Diamond, Gold. Okay, also wir sind uns einig, dass wir uns uneinig sind, ne? Also alles über Diamond schließe ich aus. Tut mir leid, ey, sorry. Ich kann auch diesen 180, ich kann den nicht einordnen. Ich sag Silber 2. Gold 1. Du hast so konditioniertes Aiming. Warum hast du dich da so langsam umgedreht? Bist du schon Mitte 40? Weil, Maus rüber, Digi. Dreh dich. Sorry, kann ich echt nicht einordnen. Also, nächste Frage. Vier Stück haben wir noch. Clean. Schönes Movement, schöne Jiggle Peaks, schönes Counter-Strafing. Kein panischer Spraydown, jetzt weiß man hat B geplantet, gefällt mir schon. Also das schließt schon mal alles unter Gold aus, zumindest was die Game Sense angeht. 3 gegen 3. Sieht auch nach einem spannenden Game aus auf jeden Fall. Man hat doch den Stimbeacon auf Left Alt. Holy shit. So, einer wird wahrscheinlich Hooker sein. Die Neon, der hat ja vor A kurz gelurkt. Jetzt checkt man Kabi mit dem Molly, aber hält es nicht an. Das checke ich jetzt nicht. Das war ein bisschen risky. Wenn da jetzt einer gestanden hätte, der hätte dich geswingt und gekillt. Du hast nichts abgesmoked. Das waren zwei unterschiedliche Menschen, die diesen Clip gespielt haben. Ich schwöre auf Gott. Wie kannst du denn so konditioniert hier schießen? Beautiful. Hier nicht Hooker absmoken, nicht lange absmoken, nicht Elbow absmoken. Der Controller-Schuss hat mich ein bisschen... Also der hier so rüber. Und kein Stimbeacon. Also du hast wahrscheinlich nur Brimstone gespielt, weil ihr keinen Smoker hattet, ne? Weil, wo ist der Utility-Einsatz? Der fehlt mir. Also alles über Ascendant schließe ich aus. Diamond eigentlich auch. Du, schwierig, Mann. Es kann halt auch einfach sein, dass du normalerweise nicht Brimstone spielst. Ja, okay, Digga.
Keine Ahnung. Wir skippen das einfach. Kommentiere ich nicht mehr. Kommentiere ich weiter nicht. Oh, so starker Molly von der Viper, Mann. Einer geht noch. Walla Billa. He's on the right. Can you poison him? Links, 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 links. Wow, man. What the fuck? Ja, das Ace geklaut. Der Stun hat mich ein bisschen traurig gemacht. Aber nee, schau, warte mal. Das war gar nicht sein Stun, das war der Breach Stun, ne? Mhm. Nein. Schönes Teamplay, also. Ihr werdet öfter zusammenspielen. Ascendant 3, Platin 2, Gold 3, Immortal 1. Wir sind uns einig, dass wir uns uneinig sind bei dem Clip. Aber ich würde mal sagen, das ist Diamond 1. Ascendant 1 sogar. Okay, ne, schönes Teamplay auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, was mich gestört hat, dass ich Diamond jetzt gepickt habe. Das war einfach Bauchgefühl so. Nächste Frage. Launching Smoke. Brimstone auf Pearl. Die Smoke hier weiter rein. Weil der kann jetzt hier rauslaufen, seitlich, und einen relativ einfachen Winkel auf den Sova zum Beispiel haben. Links könnte er vielleicht sogar auch rauslaufen, weiß ich nicht. Oder halt mit einer Phoenix vielleicht. Also wenn, dann weiter rein, dann hat der Defender nämlich nicht so einen großen Spielraum, wo er peeken kann bei der Smoke. Heaven ist eigentlich... Bei Heaven kannst du sogar theoretisch weiter vorne platzieren, damit die Sage halt genau wie jetzt nicht rauslaufen kann. Ist aber auch okay, will ich nichts kritisieren. Kann man so und so machen. Vor allem du aimst es ab, ist fein, kriegst den Kill. Da hätte ich Screens gecheckt an der Stelle, aber ist okay. Crosshair Placement gefällt mir gar nicht. Also du willst den wahrscheinlich in die Hoden schießen. Im Real Life tut das auch echt weh, aber in Valorant ist der Kopf besser, schon besser. 2 gegen 4. Spike ist noch auf lang. Die Jett müsste man da halt eigentlich unterstützen. Aber gut, man carryt das jetzt hier alleine. Aber guck mal, ich gebe jetzt wahrscheinlich mal, ich gebe jetzt einen Call. Der trifft keinen im Kopf. Guck, war auch alles Schulter. Okay, da ist der Headshot. Well played. Schönes Crosshair Placement. Aber das ist alles, irgendwas unter Gold, ne? Weil die Gegner da jetzt auch hart reingepiekt haben, obwohl der Spike auf lang liegt, ne? Crossfires halten, Leute. Diese eine Sache. Und da weiß ich nicht, ob er den Kopf getroffen hat, weil sich die Race hingesetzt hat. Ne? Wir hatten ja gestern das Video dazu über das Thema Docken, wann oder wann nicht. Verlinke ich euch auch gerne nochmal. Arbeite an deinem Crosshair Placement. Dein Utility-Einsatz gefällt mir schon relativ gut. Kannst du noch einen Tick verbessern. Aber ansonsten, das sollte Silber plus sein. Vielleicht sogar schon Gold. Der Chat sagt jetzt Bronze und Silber. Also Gold schaffst du auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn du das Crosshair Placement ein bisschen trainierst, ist vielleicht sogar Platin drin. Ich gehe jetzt mal mit Silber 1, weil Bronze wäre unverdient. Man, ist das ein Drecksgame. Okay, Chat, ihr seid einfach besser. Ich muss es euch einfach lassen. Ich muss es gestehen, okay. Bronze unverdient. Ja, also Silber sollte eigentlich drin sein für dich, ne? Aber gut. Nächste Frage. Vorletzte Frage. Mit Race auf Haven. Cooles Crosshair, gefällt mir. Oh, du hast sogar drei unterschiedliche Formen, oder? Vom Crosshair. Oder kann ich das... Ich bin gerade voll vom Crosshair fasziniert. Du hast eins, wenn du läufst, wenn du sneakst und wenn du stehst. Ah, unlucky Nate. Drei Leute auf A-Side und Spike ist down. Sag dem Chamber, der soll kurz warten. Da hätte ich sogar Trigger-Disziplin gespielt, aber... Ah, da fehlt auch die Kommunikation im Gegnerteam. Oh mein Gott, what are they doing? Also, was mich hier an dem Clip schon wieder stört ist, man hat hier die Info von der Sage,
dass die Race B ist. Dann macht sie hier noch übelst Lärm und killt auch noch zusätzlich die Race. Das heißt, Sage hat A, die Info nicht an Race weitergegeben und B, nicht an die Mates auf dem Spot. Was bedeutet, keine Kommunikation. Könnten natürlich auch unsere Send-In-Lobbys sein, aber Chat geht mit Silber. Da würde ich jetzt wahrscheinlich sogar mitgehen. Also die Gegner haben leider super losgespielt. Du hingegen hast das ganz gut gespielt. Also ich sag mal, für dich ist hohes Gold, vielleicht sogar Platin drin, aber das war eine Silberlobby. Silber 3 nämlich. Oder Gold 1 schon. Okay. Aber nicht weit daneben. Okay. Ja, also ich glaube, wenn du dir ein paar Gameplays anschaust, wird dir das auch helfen können, dich zu verbessern. Aber jetzt geht's erstmal rein in den letzten Clip. Als Sky auf Haven. Mit einem Entry auf kurz, man ist slow, man hat keinen Heal. Sage. Schöner Utility-Einsatz. Keiner hält kurz, aber da hat man auch den Entry bekommen. Also unwahrscheinlich, dass da noch einer ist. Man weiß, Spot ist clear. Insofern kurz keiner stand. Bin ich mal gespannt, wie sie das jetzt noch drehen. Ey, also der KO ist sowas von tot. 1 gegen 3, 3 Ultimates. Pushen die Gegner jetzt? Das ist die Quizfrage. Okay, er hatte eine Judge, er war sogar berechtigt dazu. Jetzt pusht er auf lang auch noch. Digga, ich würde da im Gegnerteam schon wieder sitzen als Chamber und denk mir, Digga! Was tut ihr? Okay, er holt jetzt den Chamber hoch. Finde ich gut vom Chamber. Er holt den KO hoch, so rum. Piekt aber jetzt selber wieder rein. Digga, der hat 36 HP, ne? Und keiner spielt ja irgendwie Crossfire. Schöne Flash aber an der Stelle. Also sehr schöner Utility-Einsatz. Ich glaube, am Aiming könntest du noch ein bisschen arbeiten. Wobei, das war sehr konditioniert, sehr ruhig. Hab leider nur die zwei Hills gesehen. Den auf Heaven. Gut, dann den auf Lang und den auf Side. Puh. Die Gegner haben halt so reingetrollt. Es könnte halt Silber-Elo sein. Aber du schaffst easy auf Platin mit der Game Sense. Und wenn du... Das Ding ist, wenn du als Sky gute Game Sense hast und deine Utility gut einsetzt, wie mit der Flash gerade, brauchst du auch keinen, weil die Gegner geflasht sind. Ich würde hier mal mit Platin 1 gehen. Der Chat sagt wieder, der Chat geht immer niedriger als ich. Ich glaube, ich bin einfach zu gutmütig. Also, ich sag's so. Platin ist drinne, aber du bist Gold 1. Silber 3 sogar. Boah. Also, ich bin echt mal auf die Runde auf heute Abend gespannt. Wenn wir das live im Stream mit dem Twitch-Chat spielen, wo ihr quasi auch mitmachen könnt und noch was gewinnen könnt. 10 Euro Riot Points. Kommt gerne vorbei. Aber ansonsten hoffe ich, euch hat die Folge wieder gefallen und lasst gerne ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt, gell?